transcended too. Fire when the strong hits you. That's it, Brian? Wie geht's Ihnen? Es ist gut, neue Leute an Bord zu haben. Einigkeit macht stark, oder? Seitdem du wach bist, treten sie noch fester, William. Sie freuen sich wohl darauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, seine Zeit im Trainingshaus wäre da vero fantastico. Ja, der ist einfach teuflisch gut. Mein Freund. Ça va bien, Captain Blazkowicz?
Hallihallo. Ich fisch mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Anzug. Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Aber Ihr Anzug und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anja, Ihre Stimme, wie Balsam, meine Stütze. Blaskowitsch, ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende.
Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Thank you.
Wenn sie mich noch hören können, dann... Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Diese Last muss ich selbst tragen. Also, ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner.
Ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Oh, Riese, Sie sollten es wirklich langsam angehen lassen, Junge. William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe.
Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Nun, die Toilette geht. Slashy, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston. Aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Blaskowitsch, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass 1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Peace. Seb, glaube ich. Vielleicht hat er ja irgendeine Salbe oder sowas. Ich weiß nicht, Lainey. Ich will ihn nicht mit meinem Juckreiz stören. Und diese scheiß Affenkatze oder was auch immer das ist, hey, ist verdammt gruselig. Alles klar? Und du dachtest, dass eine Super Splash in New York wäre abgedreht gewesen. Was verdurstet sind und wegen der ganzen Blasen Tanklosen. Hey. Schön, Sie zu sehen, Captain.
Hallo. Unterschätzen Sie die körperliche Arbeit nicht, Herr Blaskovic. Sie reinigt den Geist, schafft Platz für große Ideen. Mein Freund. Es tut gut, neue Leute auf dem Boot zu haben. Die haben spannende Geschichten zu erzählen. Hey, saludos. Die neuen Kapitän, denen traue ich nicht. Aber ich vertraue mir niemandem. Hola. Mom. Hallo. Hallihallo.
Ja. Anja? Was ist mit dir? Hey, was ist los, Fergus? Ich kann einfach keine Scheißbriefe schreiben, das ist los. Ah, ist das ein Liebesbrief? Ja. Nein, 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 nein. Das ist kein verdammter Liebesbrief, sondern ein Leistungsbericht über ein Mannschaftsmitglied. Über wen? Maria arbeitet im Treibstoffbüro im Hangar. Gutes Mädel. Okay, also schreiben Sie... Maria, Ihre blauen Augen. Sind wie das Meer. Klappe, sie hat braune Augen, keine blauen. Oh. Sie haben ihre Aufgaben hervorragend erledigt. Aber sie waren dabei. Hallo? Die
Tief unter der Erde. Gefangen. Was hat. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentrier dich auf die Aufgabe. Hi, Mister. Captain Blazkowicz? Ich brauche wohl mehr Strom. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Wie geht's Ihnen, Captain? Captain. Was für einen neuen Standard für absolute Scheiße gesetzt. Oh, ich gebe auf. Guck dich mal an, Pusser. Leichenblass. Du musst besser auf dich aufpassen. Hey, Mann. Hallo, mein Freund. Schön, Sie zu sehen. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Hey, Max. Was hast du getan? Was ist hier los? Oh, Scheiße. Da kommt er. Gibt's was zu sehen? Himmel, Arsch und... Warum hat ihn keiner beobachtet? Hey, Fergus, sind beschäftigt. Keine Zeit zum Babysitten. Dann sperrt ihn doch zum Schwein. Wo ist das Problem? Max, mein Lieblingshemd. Scheiße, Max! Fergus, das ist nur ein Hemd. Das ist nicht nur ein Hemd. Ich hab's im Kinn los bekommen. Du bist mein einziges. Okay, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Jetzt machen wir ihnen die Hölle heiß. Herr Engländer,
Sie haben Atomwaffen an Bord, wussten Sie das? Oh, deshalb hat nur eine gereicht, um Totenkopfs Basis dem Erdboden gleichzumachen. Wie sind Sie drauf gekommen, Sie Genie? Oh, Sie wussten es. Und haben nur eine benutzt? Erklären Sie mir das mal, Sie Vollidiot. Sind Sie echt so beschränkt? Verdammte Scheiße, Sie können nicht einfach wahllos Bomben auf Zivilisten abwerfen, Sie Knallcharge! Sie dumme Pissnäke, ich sag doch nicht, dass wir die einfach so über irgendwelchen Städten abwerfen. Sehe ich aus wie eine vom Regime? Nein. Ich würde sagen, Sie sehen aus wie ein scheißenspeiender Vulkan, der hier sowas von rumschreit, dass man sich nur noch die Ohren zuhalten kann. Tja, wenigstens sieht mein Gesicht nicht aus wie ein riesengroßer Analprolaps. Wenn ich allein schon Ihre Triefaugen sehe, kommt mir die Galle hoch. Verstehen Sie? Der Grund dafür, dass wir die anderen Atombomben nicht eingesetzt haben und dass Sie verdammt nochmal wirklich der letzte Vollidiot, ist ganz einfach. Wir brauchen erstmal ein Ziel. Tja, und ich habe ein Ziel, und zwar ein verdammt gutes. Ein ausgezeichnetes sogar. Also pflanzen Sie sich, Sie verkackt saublöde Schottenschote. Also gut. Also hier. Specie ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Species Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell, New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Sie gehört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Datjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Scheiße, das wird Specie nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Ja, da sammelt sich die Creme de la Creme der Kriegsverantwortlichen. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig, denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blaskowitsch, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell, treffen sich mit Super Spech in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen Sie den ganzen Scheiß in die Luft. Okay, Blaskowitsch, suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Spech. Bleiben Sie in Ihrer Rolle.